Der Konflikt zwischen Günther Netzer und Theo Zwanziger eskaliert weiter. Netzer hat am Dienstagabend über seinen Anwalt Ralf Höcker juristische Schritte gegen Zwanziger eingeleitet. Er soll unterschreiben, dass er sich verpflichtet, nicht mehr zu behaupten, dass Herr Netzer angeblich gesagt habe, dass Stimmen von Asiaten gekauft worden seien. Ex-DFB-Präsident Zwanziger bleibt aber auch nach Zustellung der Abmahnung bei seiner Aussage gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Da ich die Wahrheit gesagt habe, habe ich keinen Grund, eine Unterlassungserklärung abzugeben, sagte Theo Zwanziger dem Spiegel am Mittwochmorgen, trotz der Drohung von Netzers Anwalt, weitere juristische Schritte vorzunehmen. Wenn er diese Unterlassungserklärung nicht unterschreibt, werden wir Klage erheben und dann wird sich in einem ordentlichen Gerichtsverfahren herausstellen, dass er nicht die Wahrheit sagt. Damit steht Aussage gegen Aussage und die Auseinandersetzung um das angebliche Netzer-Zitat aus dem Herbst 2012 im Zusammenhang mit der Sommermärchen-Affäre dürfte demnächst vor Gericht gehen. Für diesen Fall beruft sich Netzers Anwalt auf eine Zeugenaussage. Die Frau von Herrn Netzer war während des gesamten Essens dabei, kann also bezeugen, dass diese Vorwürfe nicht stimmen, dass dieses Zitat so nie gefallen ist.